So, sollten wir tatsächlich off gewesen sein. Herzlich willkommen zurück. Also wir müssten jetzt hier irgendwie wieder zu sehen, zu hören sein. Ich hoffe es jedenfalls mal stark. Jo, geht wieder, sagt er. Wunderbar. Also willkommen zurück hier zur GT1 Langstreckenserie in der Saison 2012 zu den 500 Kilometer von Sandfort. Mein Name ist Lutz Enger und ich kann euch nur empfehlen, wenn es hier ein bisschen langweilig wird, guckt euch die Wiederholung an. Ihr findet die bei Simrace TV auf der Startseite. Es ist vor allem die erste Stunde. Wir hatten hier Marc Henarizzi und Dominik Schwager im Interview. Dominik Schwager hat uns sogar noch den Rennstart mitkommentiert. Also eine ganz großartige Geschichte. Und wir haben viel, viel Spannendes über die beiden, über ihre Pläne gehört. Harald Galin ist natürlich mit dabei. Und der Harald kommt auch in Bälde zurück. Jetzt irgendwann, glaube ich jedenfalls. Und dann werden wir... So, jetzt schreibt der Sven Hesse noch irgendwas. Jetzt wollen wir mal schauen, was er jetzt schreibt. Ach, alter Spinner. Ja. So. Wir haben hier ein ganz spannendes Duell an der Spitze. Das ist mittlerweile so ein Mini-Fernduell. Das ist aber nicht das, was wir gerade sehen, sondern das seht ihr ja. Das muss ich euch nicht erzählen, was ihr da seht. Notox Racing und All-Star Racing haben... Was ist das jetzt? Bin ich im Replay oder wie oder was? Nö. Die haben hier nach dem Boxenstopp hat Notox die Führung übernommen, obwohl All-Star doch einiges an Vorsprung hatte vorm Boxenstopp. Also da ist strategisch irgendetwas gelaufen, was ziemlich spannend ist, aber All-Star konnte kontern, hat dann Notox auf der Strecke wieder überholt. Und ist jetzt momentan 1,5 Sekunden vor Notox. So ganz verstehe ich jetzt hier gerade nicht, was das jetzt hier ist. Ist jetzt auch wurscht. Ich muss jedenfalls mal hier meinen R-Faktor-Monitor neu starten, damit wir hier wieder Live-Daten bekommen. Das ist hier alles irgendwie ein bisschen schwierig gerade. So, schnellste Rennrunde bisher von Stefan Karnitz mit einer 1:38.375. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was ist hier mit den Jungs von haben wir einen neuen Ausfall, der mir entgangen ist. Position 21. Oh, und ich gucke hier irgendwelches dummes Zeug und hier passiert die Hölle auf der Strecke. Matthias Leibold geht vorbei an Thomas Wackerbauer. Wackerbauer versucht jetzt hier zu kontern. Wir gucken uns das nochmal an. Wir haben ja vorhin schon mal... Ja, der ist schon scheinbar schon etwas länger vorbei. Sorry. Ach, an Matthias Leibold. Rainer Ebner, was erzähle ich denn hier? Also Rainer Ebner kann hier im Gegensatz zu Spa die Performance, eine deutlich bessere Performance zeigen. Also einen Thomas Wackerbauer einfach mal so hinter sich zu halten, das macht man nicht einfach so. Also hier das nächste richtig geile Duell und Rickard Helsten ist auch mehr oder weniger auf eine Sekunde ran an die beiden. Da sehen wir alle drei in einer Kamera.
So, jetzt wird es aber richtig spannend, weil jetzt kommen die nochmal in Verkehr hier mit dem Nissan von VE Racing, der jetzt hier schön Platz macht. Sauberes Manöver. Und Wackerbauer fightet hier wie ein Mann. Problem ist, das, was der Dominik vorhin hier auch sagte, es ist nicht zu machen. Man hat hier nur auf Start und Ziel die Möglichkeit, vorbeizugehen. In den anderen Kurven ist es so gut wie unmöglich. Und jetzt hier muss er fast das Auto überbremsen, weil eben halt einen anderen Bremspunkt fehlt. Er fährt hier nun schon und jetzt ist er zu weit weg. Jetzt ist er zu weit weg. Das ist chancenlos. Oder doch nicht? Doch, das ist zu weit weg. Dafür ist die... Oh! Ja, da kann er aber nicht, weil da ist noch mal... Das ist aber doch nicht Allstar da vorne, oder? Nee. Nee, das ist dann schon Rainer Ebner. Sag mal, was quatsch ich denn hier heute? Ja klar, die fighten ja, aber Helsen ist jetzt dran. So meinte ich das. Wackerbauer hier wirklich auf der letzten Rille, hat jetzt hier Probleme bekommen, war mit zwei Rädern im Dreck, hat jetzt hier das Auto zwar abfangen kann, aber hat den Helsen jetzt so richtig im Getriebe. Jetzt gucken wir mal, was der Helsen machen kann. Rickard Helsen, der Superstar von Spa, der das gesamte Feld extrem deklassiert hat. Fast eine halbe Runde Vorsprung vor dem Zweitplatzierten hatte. Aber jetzt hier mit 70 Kilo unterwegs ist und das scheint sich wirklich bemerkbar zu machen. Hallo, da bin ich wieder. Da bist du wieder. Das ja, sorry, das war eine etwas längere Pause, als ich es geplant hatte, aber ich habe unten gemerkt, wo ich in der Küche stand, dass ich das dringend mal gebraucht habe. Heute schon den ganzen Tag irgendwie vorm Rechner gesessen wegen Sebring und der ganzen Vorbereitung. Kam das Essen wohl ein bisschen zu kurz. Ich habe den Job heute schon gemacht. Du hast ja eigentlich deinen Job schon gemacht heute. Nee, im Gegenteil. Der geht noch bis heute Nacht um 3 Uhr oder 4 Uhr. Das war mehr spaßig gemeint, weil du wirklich schon mit den Interviewgästen hier schon einen riesen Beitrag geleistet hast. Ja, keine Ursache. Das ist, das hatte ich ja angekündigt. Ja, und wie ich sehe, wird der Kampf auf der Strecke langsam wieder heiß. Wir haben hier einen Dreikampf zwischen dem Audi von Ebner, dem BMW von Wackerbauer und dem Hellström. Ja, richtig. Also... wir sind mal sehr gespannt, was die Jungs hier noch so alles machen. Also Wackerbauer fightet Wacker, aber er hat das Problem, was wir halt hier auch schon angesprochen haben, auf dieser Strecke in irgendeiner Form zu überholen, ist so gut wie unmöglich. Und genau das ist es. Wir erinnern uns an Rainer Ebner in Spa. Mhm. Da war er, fuhr er unter ferner Liefen, hat das Team ziemlich weit, oder mit seiner Phase kam das Team ziemlich weit nach hinten von Platz 1 bis auf Platz 8. Hier aber, und das ist das, was ich vorhin sagte, er ist ein Superschneller, er war einfach nur mit der Strecke unglücklich scheinbar, ist er richtig gut, ja, und hat den Wackerbauer ja im Griff. Wir haben schon diverse Manöver gesehen von Wackerbauer und der überfährt dann auch das Auto. Mhm. Ist jetzt, habe ich schon zweimal beobachtet, kommt dann ja, stellenweise zu weit raus, rutscht da auf den Körper lang und macht da die wildsten Aktionen. Und jedes Mal zu der einzigen Stelle, wo es vielleicht möglich wäre, hier auf der Start und Ziel, am Ende der Start und Ziel, ist er zu weit weg. Ja. Und von hinten lauert der Schwermetalltransporter. Genau. Genau, der Bleilaster. Mhm. Ja. Der Reaktor. In Form von dem Jaguar, unser Torrent Motorsport-Freunde. Ja. Was stimmt, der BMW scheint mir auch schon jetzt auf der letzten Rille zu sein. Können das schon nachlassende Reifen sein? Bisschen früh noch. Die waren ja nur alle gerade erst in der Box. Und warst du noch dabei, den Führungswechsel?
Nein, den nicht. Also das, ja, doch, beim Ronny, dass der Ronny Hedel dann eine Führung hatte. Genau, Olster hat sich dann die Führung wiedergeholt. Das heißt, Stefan Kahnitz hat ihn auf der Strecke überholt. Und seitdem führt er auch. Aber die Herrschaften sind hier, das wechselt immer mal so zwischen 1,5 und 2,5 Sekunden der Abstand zwischen Hennel und Kanitz. Mhm. Während die beiden hier oder die Verfolgergruppe hier auf Platz 3, 4 und 5, die ist natürlich schon 30 Sekunden zurück. Also das ist, da ist es mal schwer, dass da nochmal irgendwas in Richtung Spitze gehen wird. Aber zumindest der dritte Podestplatz, der ist heiß umkämpft hier. Und ich sag mal, wenn wir jetzt mal schauen, wir haben jetzt noch nicht ganz die Hälfte der Distanz und es ist doch wieder spannend geworden, nachdem es ja anfänglich so aussah, als ob das nicht so wahnsinnig spannend wird heute, aber es ist wieder alles so, wie es sich gehört. Also großartig. Also ich denke mal, da kommt auch noch einiges, weil die Fahrerwechsel werden ja in kürzester Zeit dann anstehen, spätestens beim zweiten Boxenstopp. Genau. Und dann hat man andere Talente hier, jedenfalls. Hier wieder genau die Situation. Genau die Situation hier in dieser Haarnadel. Er hat das Auto fast wieder überbremst, in der Hoffnung, da irgendwie doch eine Lücke zu finden, aber das passt dann einfach nicht. Und dass Wackerbauer hier vielleicht das etwas schnellere Auto hat, das mag gar nicht geleugnet werden, aber es nutzt halt nichts, man kommt nicht vorbei. Mhm. Und der Ebner macht einen ausgesprochen guten Job bisher. Keine Fehler, jedenfalls keine erkennbaren. Er ist manchmal an einer oder anderen Stelle ein bisschen weit draußen, aber niemals neben der Strecke. Und und hier passiert's. Wackerbauer dreht sich und hat Glück, dass er nicht einschlägt. Und verliert auch gleich einen Platz an Helsten. Und somit ist jetzt Wackerbauer auf Position 5 und Rainer Ebner nach wie vor auf der 4. Jetzt haben wir natürlich den Fight weiterhin. Auf der 3 sehe ich ihn jetzt bei mir. Ja, das dauert 30 Sekunden, bis du okay. Die aktuellen Daten kriegst. Ich habe die Live-Daten hier. Wie gesagt. So, das ist jetzt dann der Fight Rickard Helsten, Torrent Motorsports gegen Rainer Ebner, onlinemotorsport.com. Aber da ist noch ein bisschen hin, bis der rangefahren ist. Der hätte eigentlich schon alle Zeit der Welt gehabt.